krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Servus Jungs, Team Bubble Tier. Die letzte Folge unseres Real Talk mit Dimi. Ja, wir haben einiges zu sprechen. Wer bist du eigentlich? Man kennt dich gar nicht. Bei den Zuschauern bist du, glaube ich, der Unbekannteste. Stell dich mal vor überhaupt. Die Endspieler bin ich, Kuchiro Yuga. Vielleicht kennen mich ein paar nur vom Online, vielleicht haben ein paar Leute mal gegen mich gespielt. Ich bin in der letzten Zeit ein bisschen abgetaucht, das ist richtig. Hängt viel beruflich zusammen, auch privat, aber man sollte sein Team nicht vernachlässigen, das ist richtig. Ich schaue, dass ich jetzt wieder aktiver werde, dass ich wieder ein bisschen mehr auch in Videos auftauche und ja, du hast schon richtig gehört. Und davor, bevor du weg warst, warst du auch so oft in den Videos oder was? Okay, Mann, was ist das, Mann? Real Talk ist das. Okay. Ich war passiver, das ist richtig. Und okay, wieso kommt er jetzt noch dazu, Mann? Das ist Real Talk, du darfst nicht dabei sein. Wieso? Du bist das Schlimmste, Mann. Ich kann sehr gute Fragen stellen. Ja. Dimi, bist du selbst mit deiner Leistung im Team zufrieden? Ja, ehrlich gesagt nicht, nein. Ich kann schon mehr machen. Ich lese aber immer mit. Ich schaue, dass ich schon immer zu den Sachen, wo ich was sagen kann, was sage. Aber in letzter Zeit, bin ich ehrlich, was am Anfang bei mir gut war, ich habe viele Ideen mit eingebracht. Jetzt in letzter Zeit bringe ich nichts mehr mit ein. Meine Rätsel mache ich. Was ist der hier, Mann? Das war nur ein Witz. Aber, ja, es ist halt etwas, wo ich sage, dass ich da auch noch ein bisschen einen gewissen Zeitraum mit einbringen muss, schon richtig, ja, weil ich habe gesagt, ich möchte auch in dem Team bleiben, das Team ist eben gesagt auch, wo wir Freunde halt sind und für seine Freunde sollte man halt auch mit Zeit nehmen einfach, ja, ist schon richtig. Wie ist momentan die Stimmung im Team und was sagst du dazu und... Ja. Ja gut, die Stimmung im Team insgesamt ist gesplittet. Also ich muss sagen, das Team selber ist halt ein bisschen, anstatt Zusammenhalt, ist mehr gesplittet. Jeder versucht irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Ja, keine Ahnung. Dann... es ist eigentlich, wir sind ein Team und es ist zurzeit ein bisschen wenig Zusammenhalt meiner Meinung nach für das, was das wir eigentlich uns TBT nennen, Team Bubble Tea. Das ist etwas, wir sind zwar Freunde, man merkt es auch, aber so als Team funktionieren wir noch nicht richtig. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssten. Was hättest du da für Verbesserungsvorschläge? Das ist eine gute Frage. Ich rede jetzt im Endeffekt nicht nur von den anderen, ich kritisiere mich immer mit. Was ich halt meine ist, gut, da schließe ich mich und Nico auf jeden Fall mit ein. Wir machen Badisch gerne runter, ja. Er verdient es meiner Meinung nach oft, ja. Aber zum Beispiel, vielleicht, dass wir manchmal das, wenn es nur Spaß ist, dass wir es beim Spaß belasten und nicht dann immer so ins Extreme gehen unter Gruppe, dass wir die, dass wir nicht nur den Spaß in der Gruppe haben, sondern auch die Arbeiten mal ein bisschen machen, dass es vorwärts geht. Zum Beispiel, dass Fragen beantwortet werden und nicht komplett ignoriert werden, was oft der Fall ist. Und ja, keine Ahnung, das meiner Meinung nach, dass wir vielleicht mal was außerhalb von Yugi machen, dass der Zusammenhalt noch vielleicht besser wird im Team. Ja, geht dann halt nicht. Keine Ahnung, mein Vorschlag. Tati, was würdest du gern mit Barisch außerhalb von Yugi machen? Okay. Ich würde gern ein bisschen boxen mit ihm, ja. Oder so Street Fight können wir auch machen, gar kein Problem, ja. Das ist auch guter Sport, ja. Aber Dimi, nochmal zu dir jetzt.
Ich meine, wir sind ja schon eigentlich schon, uns gibt es schon sehr lange, ja. Und viele haben irgendwie auch jetzt dementsprechend auch wirklich keine Lust mehr gehabt, auch weil sie alles selber machen mussten. Warum glaubst du, dass du jetzt dich veränderst und mehr dazu beiträgst und wieso hast du es vorher nicht gemacht? Also bei mir ist halt so, wenn ich die Sachen in der Gruppe sehen würde, dann würde ich mich schon extrem damit befassen. Wenn ich die Sachen in der Gruppe sehe, dann ist es halt sehr allgemein. Ich versuche alles mitzulesen, aber ich überfliege halt vieles auch. Ich bin halt der Meinung, wenn spezielle Aufgaben anstehen, dass wir haben zwar diese Aufgabengruppe gemacht, aber im Endeffekt durch diese ganzen Gruppen ist vieles untergegangen. Ich habe selber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr alles gelesen, wo hier 50 Sachen dort, 30 Sachen dort. Es ist meiner Meinung nach zu unübersichtlich. Meiner Meinung nach ist es gut, wenn vielleicht spezielle Aufgaben, die gestellt werden an spezielle Leute, dass da vielleicht persönlich angeschrieben wird. Wenn da keine Reaktion kommt, dann kann man wirklich sagen, okay, der hat wirklich gar kein Interesse. Ja? Also ist meine Meinung. Ja, aber wenn jetzt, du sagst selber, du überfliegst die meisten Sachen, ja? Ja, wenn jetzt, halt, ja. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt drei Gruppen zum Beispiel, eine Aufgabengruppe, eine Diskussionsgruppe, eine Freundesgruppe, ja? Wenn jetzt alle Sachen nur in eine Gruppe kommen, da sind es ja trotzdem dieselbe Anzahl an Nachrichten, verstehst du? Und das überfliegst du ja. Das überfliegst du ja nur. Zu deinem Punkt, dass zum Beispiel in der Aufgabengruppe viele Nachrichten kommen. Ich habe eine Sache geschrieben, eine Woche wurde nicht darauf geantwortet, da kam gar nichts. Was da die Verteidigung? Okay, ich kann dazu nichts sagen. Ja, dazu kann man nichts sagen. Das ging durch die Defense, würde ich sagen. Ja, du hast auch nicht geschrieben, wieso machst du mich jetzt runter? Ich sitze jetzt bei dir, mein Lieber Marsch. Leck dich nicht ab. Okay. Dazu gibt es keine Rechtfertigung, ich kann dazu leider echt nichts sagen. Im Sinne der Anklage, ja. Es ist leider so, da kann ich echt nichts sagen, Mann. Dazu hätte ich echt was schreiben sollen. Gibt es auch keine Rechtfertigung, ist so. Ja, kannst auch nichts sagen. Man sollte, wenn etwas schon jemand sich die Mühe macht, etwas in die Aufgabengruppe zu schreiben, sollte man wenigstens schreiben, ich kann nichts dazu sagen. Wenigstens das, wenn man nichts dazu sagen kann. Aber gar nichts ist halt schon scheiße für denjenigen, der die Aufgabe auch gestellt hat. Verständlich. Ja. Okay, ja. Was kannst du jetzt beitragen oder was sind deine Aufgaben, was könntest du der Gruppe so helfen? Ist das ein Rätsel? Das ist eine gute Anspielung, Nico. Ich versuche zum Beispiel die komplette Thematik, das was du jetzt momentan versuchst einzubauen, irgendwo zu verwenden, versuche ich ja die Rätsel zu machen. Ich bearbeite wieder gerade meine neuen, aber jetzt generell, wo wir als Team fungieren, würde ich halt sagen, ich bin jetzt regelmäßiger da wieder. Ich versuche auch regelmäßig immer zu kommen, dass wir halt unsere Videos zusammendrehen, wo wir uns halt alle brauchen. Und das, was ich separiert mache, sind halt zum Beispiel die Rätsel. Zum Beispiel, wo ich kein Interesse habe, sind zum Beispiel diese Strivefire-Turniere. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was angesprochen werden würde. Ich habe keinen Nerv dafür, ja? Ist wirklich so. Also so. nochmal zu den Strivefire-Turnieren, die du bis jetzt immer noch nicht hinbekommen hast. Es geht nicht darum, dass du da mitspielst, ja. Es geht nur darum, dass du dich da einfach nur anmeldest und fertig. Dass du einfach dabei bist, damit es einfach nach voll ausschaut, damit sie sehen, aha, Kojiro Hyuga fertig und so. Du musst nicht mitspielen, du musst dich nur anmelden und die scheiß Turniere beitreten, fertig. Okay. Mehr musst du da nicht machen, du musst nicht spielen. Und wenn du Bock hast, kannst du spielen, kannst Sex testen, aber du musst nicht. Das war der Punkt, ja. Dimi, eine Frage spielerisch mäßig. Wie schaut's denn bei dir aus? Hast du zurzeit ein Deck oder du kommst ja jetzt öfters und so weiter, aber irgendwie mit Decks und so weiter, da ist nichts bei dir. Ich habe Decks. Welche? Ich habe zurzeit ein komplettes Susenju-Deck. Nein, ich habe Burning Abyss komplett, überwiegend zu 90%. Was fehlt dir noch? Dreimal Phantom Knight? Einer will ich nur einen spielen. Ja, nur der teuerste ist halt Phantom Knight, nur der fehlt mir im Endeffekt. Der Rest ist halt billig. Strikes. Habe ich drei. Okay. Also Wichsel. Hast du jetzt ein Deck? Ja, ich habe ein Deck. Okay. Ja. Ja. Aber ich möchte nicht das spielen, ich möchte auf der DM was anderes spielen, deswegen bin ich zusammen zurzeit am Suchen.
Bis zu dem ist noch ein bisschen Zeit. Wir wollen auch noch online ein bisschen testen. Und dann schauen wir mal, dass wir als TBT, dass wir im Namen TBTs auf der DM vertreten und schauen wir mal, was wir da reißen können einfach, ja. Was ist dein Ziel für die DM? Ja, was halt jeder vorhat, man möchte mindestens Tops kommen und wenn man Tops schafft, dann halt gewinnen. Also Tops ist erstmal das primäre Ziel und danach, wenn man in den Tops ist, hat man natürlich vor zu gewinnen, weil danach ist K.O.-System. Also du sagst jetzt, du möchtest dich bessern, du möchtest dich mehr einbringen und alles, ja. Was ist, wenn du das nicht tust? Ich meine, du sagst selber, wir sind Freunde, ja, aber wir sind aber auch ein Team. Wenn wir dich jetzt dementsprechend, ich meine, es gibt andere Teams, die kicken sofort einen gleich raus, wenn sie irgendwie nicht aktiv sind, ja. Wäre das also für dich gerechtfertigt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir schmeißen dich dann raus? Wenn nach wirklich mehrmaligem Feedback auch nichts von mir kommt, wo ihr sagt, okay, wir haben es ihm jetzt mehrmals gesagt, es kam nichts, dann ist der Kick gerechtfertigt, da kann ich nichts sagen. Und ich bin jetzt niemand, der rumheult oder so. Freunde bleiben Freunde, aber Team ist dann halt nicht mehr. Mein Gott. Gibt es zurzeit jemand anderen in der Gruppe, der sogar möglicherweise schlechter ist als du und einen Kick verdient wäre? Okay, das ist schon eine Scheißfrage, Mann. Soll ich das echt beantworten? Sweet Talk, Mann. Sweet Talk. Schütte dein Herz aus. Oder ich formuliere die Frage um. Wie findest du die Leistung der anderen? Ja, der, der sich halt... Was sagst du zum Barisch? Der sich halt gut macht, finde ich... Ja, er gibt sich schon Mühe, ist halt schon sowieso, halt, aber er ist halt, aber nicht als Teammitglied. Er macht halt seine eigenen Sachen. Er macht, befasst sich schon mit Yugi, aber macht halt sein eigenes Ding. Als Team zurzeit hat er halt auch viel zu tun. Als Team zurzeit fungiert keiner richtig gut, ja. Aber es gibt halt Leute, die fallen halt wirklich sehr schwach auf. Und es gibt halt Leute, die befassen sich wenigstens noch wenig damit. Also im Team zurzeit funktioniert es nicht so, wie es funktionieren sollte, es ist richtig. Aber es gibt halt Leute, die fallen einfach ein bisschen schwächer auf als andere. Zum Beispiel? Barisch? Nein. Doch! Nein. Barisch hat sich gebessert. Findest du? Ja, toll, letzten Tage. Letzten Wochen. Letzten Tage. Okay, wen findest du denn schlecht? Wir reden jetzt mit dir. Ja, meiner Meinung nach ist Barisch. Aber du willst es ehrlich sagen, dass Barisch seine Leistung, egal ob jetzt seit Wochen oder so, keine Ahnung, schlechter ist als zum Beispiel die von Alex? Okay, ich dachte, Alex ist gar nicht mehr dabei. Deswegen. Simi ist verwirrt. Ja, war das nicht so irgendwie von der Rede? Alex, du hast es gehört, oder? Du bist wahrscheinlich nicht mehr dabei, ja? Okay. Also Alex, sorry, ja? Also wir wollten dir noch eine Chance geben, die mir hat dich gekickt, Alter. Nein, ja? Hab ich gar nicht gesagt. Ich dachte, er ist gar nicht mehr dabei. Ja? Weil es kam ja gar nichts mehr. Von ihm kam gar nichts in der Gruppe. Deswegen dachte ich, er ist gar nicht mehr dabei. Ja, aber wo haben wir das geschrieben oder gesagt, dass er nicht mehr dabei ist? Okay, seien wir mal ehrlich, sogar wo ich die Chats überflogen habe, ich habe Alex Namen nie gesehen. Ja, deswegen dachte ich, jemand hat ihn schon gekickt. Jetzt kommt Alex raus, Mann. Nein, ich dachte wirklich, er ist schon draußen. Ja, weil ich ja gar nicht... Jetzt ist er draußen. Dimi hat ihn gekickt, Alter. Offiziell, Mann. Im Real Talk, Alter. Ich habe gar nichts gesagt. Ich dachte, im Endeffekt, er ist noch nicht dabei. Vor der Kamera wurde er gekickt, Mann. Ihr seid so behindert. Nee, ich dachte persönlich, er ist nicht mehr in der Gruppe, aber nur im Endeffekt, weil ich keinen Chatverlauf von ihm gesehen habe. Ja, aber du siehst doch da oben die Namen. Er ist in jeder Gruppe noch dabei. Ich gehe ja nicht mal rein, also ich... Ja, aber trotzdem, ja. Du siehst ja noch mal, du siehst ja den Namen. Er geht ja selber nicht rein, deswegen beide wissen nicht voneinander. Na. Oben ist doch nur eine bestimmte Anzahl aufgelistet und die ersten, die aufgelistet sind, Tong, der Admin und Alter, ja. es ist doch ein Alphabet, Mann. Bei mir ist immer Alex an erster Stelle. Ist bei nicht Alphabet. Ich kann auch zeigen. Ja, egal, Mann. Er ist gekickt von unserem neuen Manager, oder? Ja, eine neue Boss, oder? Er wird Hotelmanager, Mann, ja. Er fängt mit TBT an und kickt die ganzen Leute, oder? Echt sehr gut, Imi. Erster Schritt hast du schon mal gemacht, oder? Okay, ja, ich bin halt der Meinung, Alex passt zu uns, menschlich gut ins Team. Ich bin der Meinung,
Er hat vielleicht privat jetzt ein bisschen Probleme. Ich bin der Meinung, wenn man mit ihm nochmal spricht und wenn er sich dann mehr beteiligt. Du hast ihn schon gekickt, Mann. Was willst du? Ich hab ihn gar nicht gekickt. So ein Scheiß. Mann. So ein Scheiß. Du hast offiziell gekickt, Alter. Das war TBT Real Talk. Ihr habt miterlebt. Das war Dimi, aka Kuchigo Yuga. Hoffentlich sehen wir bald mehr von ihm. Ansonsten ist er der Nächste, der gekickt wird. Hey Leute. Kuchiro Yuga hier, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergesst bitte nicht zu liken, subscriben und kommentieren. Checkt doch bitte nochmal unsere Facebook-Seite ab und unsere Sponsoren. Und never forget, Yu-Gi-Oh! Is serious business.